Ja, willkommen, Bros, zu Part Nummer 2. Ich werde mich auch gleich wieder ruhig verhalten, denn es wird auf jeden Fall noch ziemlich weit gehen. Also, ich bin ruhig. Der Pfad ins Herz ist Dschungel. Folge dem Pfad. Und du wirst die Antwort finden. Wo bin ich? Was zum Teufel? Wie bitte? Du bist wach. Na, vielleicht nicht ganz. Dein Arm wurde betäubt. Für das Tatau. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen. Aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn. Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Ich heiße Dennis. Jason. Bangau. You. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und 4 andere Freunde finden. Komm. Du hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Okay. Wie bin ich hier gekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Ja. Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk. Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier, Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Wie geil. Hallo? Was möchtest du kaufen? Alles. Alles. Boah, ne Magnum. Alter, ja, die möchte ich haben. Ist aber leider noch gesperrt, wie es den Anschein so hat. Ja, die auch. Na gut, dann geben wir uns einfach mal mit den klassischen halbautomatischen Allround-Waffen von Kaliber 45er. Kaufen wir uns einfach mal. Haben wir sie jetzt auch ausgerüstet? Ja, haben wir. Steht ja da. Faustwaffen gibt's sogar auch. Munition. Ah, wir haben kein Geld mehr. Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts dazu. Dann folge mir, mein Freund. Entschuldigung, aber ich muss weiter. Kommt die Kraft aus dem Dschungel. Aus der Insel. Du musst das Gelände kennen. Jederzeit wissen, wo du bist. Vaas nutzt die Türme, um die Insel zu kartieren und seine Männer zu finden. Störsender blockieren den Zugang. Unser Volk hat keine Verwendung für solche Geräte. Aber du... Du wirst wertvolle Informationen bekommen. Ja. Da die Störsender was. Sind ganz oben. Jeder Turm deckt ein begrenztes Gebiet ab. Kletter auf alle und du deckst die gesamte Karte auf.
Grünes Blatt haben wir. Ich bin wieder da. Alles klar. Erzähl weiter. Gut, wir sollen also aus dem Dorf aus, was mir ja nicht so gut gefällt, denn ich fand's ja ganz gut, das Party, das gute Laune, warum nicht, kann man ja da bleiben, ein bisschen chillen, was ist los? Ah, da habe ich jetzt meine Waffe auch endlich. Ja, Rechtsklick ist zielen, Linksklick ist schießen. Ich denke mal, Munition ist eine Rarität in dem Spiel, also wollen wir damit nicht so rumheizen, wie bekloppt. Was haben wir denn hier? Halbe zerknüllte Zigarette und 30 Dollar. Naja, gut. Zwar nicht gerade der Brenner, aber... Oh, wir haben... Mehr können wir nicht. Achso, und ich soll jetzt da hoch. Okay. Warum auch immer ich da hoch soll, aber... machen wir doch einfach mal, was uns gesagt wird. Stellen nicht so viel Fragen und machen einfach mal. Einfach mal machen. 8 Dollar. 25 Dollar... Gefällt mir schon mal sehr schön. Graflich ist es auch nicht verkehrt. Kann man echt nichts gegen sagen. Sehr schöne Gestaltung hier auch vom Level her. Das echt, muss der Funkturm sein. Echt nice. Können wir auch rennen? Ah, wir können auch rennen. Wie lange können wir eigentlich rennen? Ist hier irgendwo eine Ausdaueranzeige? Stimmt auch ein Haupteingang, ja. Ist das eine Schlange, sehe ich das richtig? Alter! Alter! Was die Tiere gibt! Okay, Bros, weiter nach oben! Wollen wir mal da hoch. Alter, der zerfällt aber auch schon. Gucken. Nee, machen wir auch nicht. Erstmal nicht. Blauer Pokerchip. Auch gut. Alter. Erfolg. Darunter ist jetzt ein Witz. Naja. Geil. Netter Vater. Geil, ja, war cool. Hab's erledigt. Können wir öfters machen. Zeig mir deine Karte. Karte? Öffne die Karte mit M. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Okay. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur. Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Hier. Also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Ach du Scheiße. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh. Kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Okay. Ich soll jetzt Wildschweine jagen gehen, ja? Ernsthaft.
Wie soll ich da... Kann ich ein Auto benutzen? Ist das geil? Ich kann ein Auto benutzen? Ich darf Auto fahren? Lol, wie geil ist das denn? Wow, wow, wow. Ich hab hier Colin McRally hier. Geil. Wow. Da bin ich. Nee, das sind zwei Händler oder sowas, aber... Wollen wir uns mal die Wildschweine zu Gemüte führen, oder nicht? Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Dann steigen wir aus dem Teil. Dürfen wir uns denn hier einfach so bedienen? Ich sehe da hinten schon irgendwelche Wildschweine. Wartet mal, da hinten war was. Da. Eins von. Da haben wir schon mal was. Das haben wir im Lager eingesammelt. Wo ist dieses Wildschwein jetzt? Wie bitte? Fuck. Fuck. Nein, komm her. Ja. Alter, was es aushält. Du schaffst das. Geil. Hab ich dich. Okay, so macht man das. Gefällt mir ja nicht, das ist noch viel zu ruhig. Ah, das ist ein Wildschwein. Komm mal her, mein Mist. Jetzt schieße ich dir mal direkt in den Kopf. Wenn der Kopfschuss nicht wirklich was gebracht hat, aber egal. So, wir brauchen blaue Blätter. Blues. Ich weiß zwar nicht, wo wir die finden sollen. Oh, dürfen wir nicht. Ah, ich hab's gesehen, da war was. Das ist im Wasser. Ah. Sind da Haie drinne? Wehe. Dann raste ich aber aus hier. Geil gemacht. Ah, es gibt auch eine Schnellreise. Wollen wir da eine Schnellreise machen? Erstmal nicht, Bros. Wir fahren erstmal schön Auto. Wir fahren schön Auto, habe ich gesagt. Mit der Klapperkiste hier. Zwei links in Überkuppel. Zwei rechts. Scharfe Kurve. War ich nicht. Warum? What? Warum? Hä? Wieso? Was? Hä? Ach, ich hätte doch M drücken müssen und... Anfängerfehler. Ja, gut. Dann mache ich das halt.
So, da geht's halt schneller, Bros. Zu gut. Noob. Okay, Bros. Wenn jetzt nicht gleich ein Dialog anfängt. Hallo? Egal, wir machen hier einen Cut, Bros. Wir werden alles weitere sehen in Part Nummer 3. Und in dem Sinne würde ich sagen, Bros, haut da einfach Rinsen mit dem Grinsen und sei wieder beim nächsten Part dabei. Du bist noch kein Abonnent, aber dir gefallen meine Videos? Was hält dich verdammt nochmal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren. Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch. Klick einfach auf Mag ich und schon sehe ich, was euch gefällt und was zum Beispiel nicht. Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen, zum Beispiel wie, du bist einfach nur geil. Wenn du mich weiterhin unterstützen willst, kannst du auch das Video, was dir gefallen hat, einfach zu deinen Favoriten hinzufügen, damit deine Freunde wissen, das Video hat dir gefallen. Danke, Bro. Wenn du mir noch weiterhelfen willst, kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken. Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen, einfach mal gucken. Danke, Bros.